Stiegenhaus Mountainbike Rennen. Jetzt ist es soweit. Ja! Second first try. Yes! Servus Eilen! Servus! Wir sind's wieder und heute gibt's wie versprochen in der letzten Episode die Vorstellung von unserer Six Series Wohnung. Außerdem zeigen wir euch Entwürfe, Designs von unseren neuen T-Shirts, von unserer neuen Bekleidung. Für unseren Online-Shop. Und etwas steht noch aus. Flair Challenge. Backflip Challenge. Das gibt's heute zu sehen. Viel Spaß beim Anschauen. So, für die Episode haben wir wirklich was Interessantes einbauen lassen, was wirklich speziell ist. Und zwar haben wir da so schöne Stiegen und ein schönes Stiegenhaus. Und für was eignet sich so ein Stiegenhaus perfekt? Für ein Stiegenhaus Mountainbike Rennen. Yeah. Und das machen wir halt. Ich gehe in Elias. Wie man sehen kann, natürlich, also im Six Series Gang, wer die letzte Episode geschaut hat, das ist der Six Series Gang. Ja. So. Welcome. Eingangsbereich, Toilette. Ja. Gibt es nicht viel zum Schauen. Da ist eine Abstellkammer, da hat man ja Thema natürlich. Unser Bad. Unser Bad. Okay. Was Beste ist an dem Bad? Neuen Duschkopf. Und gibt dir das. Okay. Dann, wohin schauen wir weiter? Küche. Küche, ja. Küche ist eigentlich relativ, sagen wir, relativ klein gehalten. Klein, aber fein. Aber ich glaube, also für uns reicht es auf jeden genau. Fall. Schaut mal bei uns auf Snapchat vorbei, da seht ihr, wie wir in unserer Wohnung kochen. Genau, wir stellen da auch immer wieder Rezepte ein. Und jetzt gehen wir schnell in den Hartspiel. Okay. Das ist unser Mitbewohner. Der Hartspiel. Guck mal, lass mal weiter schlafen. Genau. Wir sind erst gerade eingezogen in die Wohnung, also wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, hängen noch wenig Bilder und es ist noch nicht ganz fertig. Und dann haben sie ein Zimmer, aber genau, schauen wir mal rein, wird alles. Wir zeigen es euch alles mit. Klimmzug gestanden, wow. Krass. Hereinspaziert. Jo! Okay, cool. Tri-Bike. Enduro. Enduro. Bike. Sehr, sehr fein. Ein paar Helme. Jo. Jo. Na ja, Bockhelm. Fein. Jo. Cool. Das ist meine Arbeitsecke. Das ist eine Arbeitsecke. Ja. Besten Bett. Jo. Das war's. Feines Zimmer. Und weiter geht's. Fabio, it's your turn. So, jetzt kommen wir zu dem Zimmer. Jetzt kommen wir zu dem Zimmer. Also sozusagen das Six Series Headquarter, wenn man so nennen will. Genau, also Bett, wie man sehen kann, dann die Bikes, Trialbike, Endurobike, das Downhillbike habe ich jetzt in Osttirol. Dann da ist so ein bisschen meine Arbeitsfläche. Da entstehen ja die ganzen Videos. Genau, da wird so ein bisschen gecuttet am Mac. Und so weiter, ja. Da sieht man ein bisschen auf die Straße, habe ich. Ah, eigentlich ganz cool. Und ja, da haben wir einen Fernseher, Computer dabei, Playstation, wie man es halt braucht. Dann der Six Series Sticker. Den haben wir erst heute drauf gehabt und ich finde den einfach wirklich, wirklich sick. Unglaublich. Ich finde wirklich geil. Genau. Was Designs, haben wir noch? Designs von unserem Online-Shop, die finalen Designs sind das. Und aber davor, Elias, wird es nochmal extrem und zwar machen wir einfach das Stiegenhausbett. Also wir hoffen wirklich, dass unsere Nachbarn uns das ein bisschen verzeihen, wenn wir jetzt ein bisschen lauter sind, aber das wird geil. Auf geht's, dann war wir. Auf geht's! Das Stiegenhausbett wird der Burner. Das kommt echt scheiße. Let's go! So, jetzt sind wir im Stiegenhaus angelangt und jetzt gibt's ein Course Preview. Genau. Zu Fuß. Also da fahren wir weg, man muss die Tür aufmachen. Man muss die Tür mit dem Rad aufmachen, dadurch den Aufzug aufzudrücken, in Lift und das Tricky am Lift, der ist wirklich winzig für ein Rad. Genau. Man muss in den dritten Stock. Im dritten Stock rauf. Das Ganze geht zu. Die Tür geht auf, man geht raus, steigt aufs Rad und fährt so schnell wie möglich das Stiegenhaus hinunter. Okay, zweiter Stock, erster Stock und dann geht es noch einmal richtig hinunter. Das letzte Steinfeld in Leonard. Und das auch wieder. Und Ziel hat man erreicht, wenn man hier aufklopft. Wir werden das Ganze mit dem Handy stoppen, genau? Genau, auf geht's. Let's go. Wer fängt an? Klassisch. Wie soll es anders sein? Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck.
Schnick, schnack, schnuck. Au, au, au. Schnick, schnack, schnuck. Ja! 3, 2, 1, go! Okay, wir haben leichte Startschwierigkeiten gehabt beim Startdrucken. Okay, Licht geht auf und rein. Okay. Ordentliche Technik. Licht hat trotzdem ein bisschen lang gebraucht, bis es durchgeht. Okay, wir sind bei 16 Sekunden. Bei 49,60. Ladies and Gentlemen, 49,60 ist die Zeit zum Bieten. Jetzt will ich aber diese. 3, 2, 1, go. Schau dir das an, jetzt bin ich gespannt, wie er das macht. Yes! Jawohl, stark. Zwischenzeit. Der Gewinner vom Stiegenhausrennen ist ermittelt und jetzt gibt es ein paar Designs, bevor wir an seine Flair-Challenge, an die Backflip-Challenge waren. Genau, schauen wir uns an, was wir alles haben. Genau. Also zuerst mal den Six Series Pulli, ziemlich geil geschnitten, weiches Innenfutter. Coole Kapuze da oben. Genau. Genau, richtig geil. Dann, was haben wir als nächstes? Das Standard T in Schwarz quasi. Lässig geschnitten, ein bisschen länger, ein bisschen schmal geschnitten. Genau. Ja, ziemlich cool. So, jetzt kommt eins meiner Lieblinge im Sortiment, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, jeder Bike-Freak, der kann sich mit dem identifizieren, Born to Ride. Finde es auch ziemlich geil mit dem Grau. Schaut wirklich, wirklich lässig aus. Genau. Auch wieder ein bisschen länger geschnitten. Genau. Genau. So, jetzt kommt da wirklich ein Klassiker von mir. Oder Klassiker kann man es kaum nennen, weil es eigentlich ein limitiertes Shirt ist. Das Shirt gibt es wirklich in einer sehr geringen Stückzahl nur und keine Ahnung, es kann sein, dass am ersten oder zweiten Tag bereits ausverkauft ist und das wird es dann auch nie wieder geben. Genau. Das ist quasi mein Signature-Shirt, meine Unterschrift ist da ein bisschen drauf gedruckt. Ein richtig cooler Druck eigentlich, genau. Foto von mir und Just Ride, glaube ich, verkörpert so jeden Bike-Freak. Genau. Jetzt haben wir mein Liebling. Dein Liebling. Genau. Das Six Series Long Sleeve in Weiß. Genau. Eher ziemlich lang geschnitten, also für die, die es gerne länger haben, die, glaube ich, sind da ganz gut aufgehoben und ist eher schmal geschnitten, also genau, wirklich, aber auch wirklich angenehm. Schmale Ärmel, also die es nicht lottrig möchten. Genau, genau. Richtig cool. Ziemlich cool. Mädels haben wir natürlich auch nicht vernachlässigt und die Anja Kaga wird quasi auf unserem Online-Shop die Mädels-Line, die Girls-Line präsentieren. Und genau, da haben wir einen richtig coolen Oversize Hoodie. T-Shirts, genau, schaut's vorbei. Ziemlich coole Geschichte. Auf jeden Fall gibt's natürlich auch bei jeder Bestellung eine handsignierte Autogrammkarte von mir dazu. Genau. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Endlich ist es soweit. Ich glaube, viele haben darauf gewartet. Flair Challenge. Backflip Challenge. Wir sehen uns gleich in der Außendienststelle wieder. Ja. Willkommen in der Außendienststelle Skatepark. Und es ist soweit. Flair Challenge. Backflip Challenge. Here we go. Backflip Challenge, here we go. Yo. Brauchst du noch ein paar Matten? Ja, genau. Ja! Hat er wehgetan? Oh. Ja, es hilft nichts, da musst du durch. Okay, ist jetzt soweit, oder? Ja! 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 Fuck! Ja! 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 Ich glaub's gar nicht. Jawohl. Nach so vielen Startschwierigkeiten beim Backflip wollte es dann doch irgendwann sein und das war halt wirklich sauber. Ja. Sauber. Und jetzt
ist der Fabio dran mit seinem Flair. Ihr drückt jetzt alle auf den Pause-Knopf und geht's runter in die Kommentare und schreibt's rein, was ihr meint, wie viele Versuche der Fabio braucht. Six Serious Young Guns geben den ersten Tipp ab. Second first try. Second first try, also sechs Versuche und zwei Felgen. Rio! Für einen Flair geht schon, der Fabio. Wir strugglen wieder mal. Jo! Ja! Ja! Jawohl! Yes! Yes! Jawohl! Vierter First Try. Das war's von den zwei Challenges und wir gehen jetzt wieder ins Studio zurück. So, yes! Es war sensationell, Leitling gerade. Es war echt, ja. Es war einfach nur krass. Es hat so viel Spaß gemacht. Also, wir haben beide unsere Tricks geschafft. Es war richtig geil. Und jetzt sind wir wieder da in unserem Studio, in unserer Patreon-Ecke. Genau, wer nicht weiß, was Patreon ist oder wer wissen will, was Patreon ist, einfach in der Videobeschreibung haben wir einen Link drin, einfach vorbeischauen. Genau, wir machen so wöchentliche Talkshows, so nebenbei, also so ziemlich mit Spaß verbunden. Aber auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Höhepunkt. Zum Online-Shop. Der macht genau jetzt, zu dem Zeitpunkt macht er auf. Also genau jetzt. Genau, und wie ihr wisst, haben wir ein Gewinnspiel gemacht in der letzten Episode. Und der Gewinner von dem Gewinnspiel, der wird jetzt auf dem Online-Shop oben in einer Leiste angezeigt. Genau, und den Online-Shop, den gibt es genau hier. Genau, klickt einfach da drauf, da gibt es einen Online-Shop. Genau, schaut vorbei, schaut die Produkte an. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir wissen, wie euch das Ganze so gefällt. Genau, schreibt uns euer Feedback, positiv oder negativ. Ja. Wie gefällt euch Six Serious? In dem Sinne, danke fürs Anschauen, nicht vergessen zu abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.